Elternsein ist gar nicht so einfach. Diese Teenager im Alter von 12 bis 14 Jahren wollen es für 3 Tage einmal ausprobieren mit einem Babysimulator. Sie nutzen ein Angebot der Pro Familia Beratungsstelle in Rostock. Baby-Bedenkzeit nennt sich das Ganze. Für Beraterin und Sexualpädagogin Dana Lau eine gute Möglichkeit, Jugendliche früh darüber zu informieren, was es eigentlich bedeutet, den Alltag mit einem Säugling zu meistern. Im Prinzip sollen sie überlegen, verantwortungsvoll mit ihrer Elternschaft umzugehen, zu sagen, wie gehe ich in die Sexualität, wann möchte ich Kinder haben, wie viele und was bedeutet das, um einfach zu gucken, okay, wann bin ich bereit dafür? Und das ist auch der Grund, warum es im Prinzip so früh ist, also noch bevor die Sexualität beginnt, um so ein bisschen den Spieltrieb mit reinzunehmen und trotzdem aber vor dem Verhüten sozusagen sich schon mal damit zu beschäftigen, damit man dann auch gesund in die pubertäre sexuelle Entwicklung geht und da auch gleich drauf achten kann. Heute werden die Schüler auf ihre kurze Zeit mit dem Real Care Baby vorbereitet. Von Freitag bis Sonntag wollen sie Tag und Nacht für das Baby da sein, ihm die Windeln wechseln, Fläschchen geben, es liebevoll wiegen und vor allem die Nerven behalten, wenn der Säugling einfach nicht aufhört zu schreien. Der Simulator ist so programmiert, dass er alle Bedürfnisse, die reale Babys haben, lautstark kundtut. Von Hunger bis zum Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit. Über einen Chip am Handgelenk sind die Schüler mit ihrem Babysimulator fest verbunden. Ich mache mit, weil ich mal wissen möchte, wie das ist und weil ich Kinder ganz schön gerne mag. Deswegen wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so ist mit dem Baby und den Stress, den man ja noch haben könnte. Und ich hoffe, dass es halt in der Nacht mich auch nicht zu oft weckt. Und ich freue mich generell auf alles, so, was ich mit dem Kind machen kann und es wird bestimmt total schön. Ich finde es halt sehr interessant, wie es meine Mutter mit 3 Kindern gemeistert hat. Und ich finde das auch total süß mit Babys und möchte auch Erzieherin werden. Und da wollte ich das halt unbedingt auch mal ausprobieren, wie das mit Babys ist. 4 Tage später. Am Montag ist Dana Lau wieder bei den Schülern. Ihre Elternprobezeit haben sie überstanden. Jetzt wird alles ausgewertet, denn wie sich die Teenager um das Baby gekümmert haben, sieht die Beraterin ganz genau. Wie oft es geweint hat, ob es richtig getragen wurde, ob es vernünftig versorgt wurde, all das ist gespeichert. Die Schüler berichten Dana Lau, wie es ihnen ergangen ist. Wir haben ja beide so zusammen gemacht, aber trotzdem 2 Babys gehabt. Und dann in der Nacht, wenn das eine Baby wieder ruhig war, dann hat das andere angefangen zu schreien und das war schon sehr anstrengend. Also wenn es Durst hatte, dann war es ein bisschen lauter und wenn es die Windel gewechselt haben wollte, dann hat es so ein bisschen eher so, ja, ein bisschen gemeckert, kann man eher sagen, und daran hat man das oft erkannt. Und auch nach dem Trinken, da wusste man ganz genau, dass es dann ein Bäuerchen machen wollte. Also das Baby hat irgendwie eine gefühlte Stunde nur geweint und so und dann wollte ich das füttern und so, das hat nichts gebracht und dann wollte sie später doch noch gefüttert werden. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, weil es auch schon sehr spät war. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt und er hat das dann gemacht. Und später hat er dann auch keine Lust mehr und dann musste ich das auch machen. Doch obwohl die meisten es vor allem nachts als ziemlich anstrengend empfunden haben, zeigen die Aufzeichnungen, dass sich alle relativ gut geschlagen haben und ihren Alltag mit dem Baby zu über 90% gemeistert haben. Im Prinzip ist es schon eigentlich, dass jeder irgendwie eine Vernachlässigung drin hat, also da mal irgendwie das Wickeln nicht rechtzeitig oder das Füttern manchmal ganz am Anfang oder in der Nacht. Und was erstaunlich ist, dass relativ selten die Kopfstütze vergessen wird. Also das, da ist eine Veränderung merkbar. Dennoch, allen ist klar, es war nur ein kurzes Experiment. Diese Aufgaben tagtäglich zu lösen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Pro Familia will helfen, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen und auch Situationen der Überforderung zu lösen. Die ausgebildeten Berater informieren nicht nur über den richtigen Umgang mit dem Baby, sondern auch über die Themen Verhütung und Schwangerschaft. Betroffene Gesichter aber, als Dana Lau erklärt, welche Folgen Alkoholkonsum während der Schwangerschaft für das Baby haben kann. Was sein, dass er keinen Hals hat? Ja.
Also ihr seht das ja unter dem Kinn von eurem Baby, da ist natürlich immer noch ein bisschen Hals, ne? Bei dem nicht, bei dem sieht es aus, als ob das Kinn so auf die Brust gezogen ist. Und was an dem Mund so komisch ist, ist, dass diese Falte fehlt. Also das nennt sich Philtrum, diese Falte zwischen Nase und Oberlippe. Da haben wir alle diese interessante kleine Spalte. Man sagt auch so Rotzschleuder, ne? Bei Kindern, wo die Schnalle immer runterläuft. Das hat er nicht. Ist nicht ausgebildet. Deswegen sieht die Oberlippe auch sehr, sehr schmal aus. Also ein bisschen sehr merkwürdig. Das Projekt Babybedenkzeit wird durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Mehr Informationen gibt es unter www.profamilia.de/rostock.